und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. So, in der letzten Folge haben wir unseren Speer aufgewertet und wir haben auch einen Kultisten erledigt und sind dann leider in das blöde Zelt reingepackt und ich musste den Spielstand nochmal neu laden. Das hieß also, dass ich doch auch nochmal diesen Kultisten machen muss. Das habe ich jetzt aber schon erledigt. Ihr habt sie eh schon in der letzten Folge gesehen und genau, das, was halt nicht gespeichert worden ist, habe ich jetzt erledigt und wir sollten jetzt mit Herodotos reden. Der ist dort hinten und das werden wir doch jetzt gleich mal machen. Oh. Und war die Legende wahr? War es umwerfend? Was ist dir zugestoßen und deinem Speer? Immer ruhig, Herodotos. Mein Speer ist nun noch stärker. Ich spüre es. Du hattest recht, es gab dort sowas wie ein Artefakt. Es zeigte mir eine Vision von mir und meiner Mutter. Also, gab es die alte Zivilisation wirklich? Cassandra, du ahnst nicht, was für eine Macht du besitzt, eingeschlossen in Leonidas Speer. Das war noch nicht alles. Deimos ist mir gefolgt. Der Kult setzt seine Pläne in die Tat um, das hat er mir gesagt. Und sie sind hinter uns her. Hinter meiner Familie, Perikles. Warum sollte er dir das sagen? Außer es ist eine Falle. Das ist egal. Wir müssen nach Athen, um Perikles zu warnen. Und wir müssen meine Mutter finden, bevor die es tun. Dann gehen wir zu Pnyx. Wenn Perikles sich irgendwo aufhält, dann dort. Quest abgeschlossen. Erweckte Erinnerung. Mehrere Quests angenommen. Und jetzt schauen wir doch mal. Es ist ja gerade dargestanden, habe ich kurz gelesen, verbessere den Speer. Und jetzt haben wir auch vielleicht die Quest, wo wir sehen, wie viele Artefakte wir dann brauchen. Speer des Leonidas. Jedes Kumpel besaß ein Fragment, mit dem in den uralten Schmiede der Speer des Leonidas verbessert werden konnte. Waren alle Fragmente beisammen, würde er vielleicht seine volle Macht entfalten. Ja. Und wie verbessere den Speer dort. Der einzige Weg, die wahre Macht des Speers zu erwähnen, besteht darin, das Artefakt aller Mitglieder des Kults des Kosmos einzusammeln. Verbessere den Speer. Das heißt, wir können schon wieder verbessern. Weil ich habe ja vorher schon wieder einen Kultisten umgebracht. Ich weiß bloß nicht, wie viel wir für jede einzelne Stufe brauchen. Hier steht mir nichts. Oder ich lese es einfach nicht. Keine Ahnung, wo es stehen soll. Okay, wir können aber auf jeden Fall nochmal hingehen jetzt. Und den Speer nochmal verbessern. Da schauen wir doch gleich mal. Vielleicht steht dann danach was dort. Andros. Jetzt haben wir auch 5 Balken, also Adrenalin-Balken. Vorher hatten wir 4, also. Jetzt gehen wir hier unten gleich nochmal rein. Dann schauen wir mal. Jetzt haben wir hier schon wieder das Drachmen. Mir kann es recht sein. Wir müssen jetzt aktuell 3 Fragmente haben. Ich schaue noch mal ins Inventar, aber wir müssten 3 haben. Ja, 3 Fragmente. Hier nicht schneller rennen kann. Ist auch komisch. Aber okay. Uralte Schmiede.
So, nehmen wir den mal rein. Schmiede aktiviert. Synchronisiere konstante Neuübertragung. Kontakt aufgenommen. Hat sich da was verändert? Der Griff ist ein bisschen länger geworden, oder? Kann das sein? Neue Gravur freigeschaltet, plus 8% Giftschaden. Quest abgeschlossen. So, kriegen wir jetzt nochmal eine neue Quest. Okay, Speer verbessert. Neue Quest. Verbessere den Speer. Ah, jetzt. Jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Wir brauchen jetzt 7 Artefakte. Genau das habe ich vorher nämlich gesucht, wie viele Artefakte wir für die jeweilige Stufe benötigen. Okay, schauen wir doch mal. Wir haben jetzt Stufe 3, Speerstufe 3. Zweites Nahkampffähigkeitenrad verfügbar. Ah. Sehr schön. So, dann können wir nämlich auch... Den haben wir schon drin. Und wir wollten dann noch den hier einpacken. Und zwar hier dann rein. Packen den auch mal oben hin. Alles klar, sehr schön. Jetzt haben wir auch keine Fähigkeitspunkte mehr. Aber es passt, würde ich sagen, soweit. Speerstufe 5. Das heißt, wir müssen Kultisten erledigen. Sehr schön. Das heißt, 7 Kultisten, Leute. Die werden wir aber jetzt nebenbei machen. Also ich werde jetzt nicht extra spezifisch auf die Jagd nach denen gehen. Im späteren Spielverlauf bestimmt, aber jetzt noch nicht, weil wir haben jetzt noch so viele andere Sachen zu tun. Und ich glaube, dass die uns sowieso dann immer wieder begegnen werden, automatisch. Einzige, was wir machen können, ist, dass wir mal soweit alle aufdecken. Dass die uns auch angezeigt werden, falls die uns über den Weg laufen. Ich weiß es ja nicht, ob wir die erst aufdecken müssen. Damit die uns angezeigt werden. Ich weiß es nicht. So, okay, dann schauen wir doch mal. Wir gehen mal schnell ins Kultistenmenü. Und wir können jetzt auf jeden Fall... Ah, die können wir nicht aufdecken, okay. Also wir haben jetzt... Deimos ist die größte Waffe des Kults. Teils enthüllen. Ohne mich ist der Kult gar nichts. Okay, das ist Deimos. Selbst die Götter erzittern vor mir. Knie nieder oder stirb. 35. Ah, da brauchen wir noch mehr Hinweise. Schauen wir hier noch. Stufe 50, ja, das ist alles so nichts. Wir könnten jetzt auf jeden Fall dann den hier bald mal knacken. Den 16er. Wir verfolgen den mal. Wo ist denn der? Bloß, was wir nochmal auf der Karte gesehen haben. Na, ist hier oben. Okay, das wäre ein 16er Gebiet. Dann würde ich sagen, Leute. Aktuell Stufe 18. Ich würde sagen, das war jetzt. Hier mal weitermachen. In Mallis. Gib dich nach Attika. Wo ist denn Attika? Attika ist hier. Wollen wir da jetzt schon hinreisen?
Okay, über Attika könnten wir über den Tempel des Apollon kommen. Ich wollte aber erst noch das hier oben noch ein bisschen erforschen. Das heißt, wir werden jetzt mal hier hinreisen und gehen dann mal oben in das Gebiet rein. Das andere ist ja dann wieder Hauptquest. So, okay. Dann werden wir mal ungefähr. Da ist nichts. Werden wir mal. Ja, machen wir gerne das Fragezeichen hier. 500 Meter. Unentdeckter Anführer, Fokis. Wieder ein Banditenlager oder so. Oh, da hängt schon jemand, oder? Jo, da hängt schon jemand am Baum. Am Baum, aufgehangen. Wenn ich nicht kämpfen will, darf ich mich nicht sehen. Ich will aber kämpfen. Komm, wir holen mal hier Icarus und schau mal. Oh, da sind schon ein paar Gegner. Wir könnten mal schauen, was ist das hier für einer? Ein Schläger? Alter Schwede. Man merkt langsam, dass mir eine Waffe schwach wird. Da muss ich was machen, Leute. Da muss ich langsam irgendwas unternehmen. Die Waffe ist nicht mehr die stärkste.
den Schatz hin. Runter. War noch hier, oder? Dann ist doch da. Gibt's hier noch einen Tunnel oder sowas? Muss irgendwo noch einen Tunnel geben oder so? Hier geht's rein, ne? Schau her. Den lange gucken, kein Mensch. Okay, haben wir dieses Gebiet auch abgeschlossen? Und da oben vielleicht noch was? Da gibt es so einen Stein. Oder einen Eisenbrocken. Okay, dann schauen wir doch mal gleich aufs nächste. Sind sie jetzt hier? Okay. Gott sei Dank ist das Gebiet nicht so groß. Xerxes Bucht. Auf den Bären hier. Und Katzen.
Und unten schlagen sich welche. Sorry, konnte leider nicht mehr retten. Ja, wir haben neue Schuhe bekommen, glaube ich, gell? Okay, wir könnten eigentlich, 9%, da haben wir 6%. Ist eigentlich eher schlecht. So, und dann noch bekommen. 17, blau. Oh, das ist natürlich besser. Attentat, ja, nehmen wir die mal. Haben wir ein bisschen mehr Bums. Haben wir nur bekommen, nur die Speere, oder? Die haben wir schon ausgerüstet. Ein Zauberstab, oder nehmen wir nicht. Wir werden natürlich schon mehr Damage. Ja, ich warte noch ein bisschen. Der war geil fürs Schiff, glaube ich. Ich mach mich unsichtbar. Wir kommen hier halt nicht drüber. Wir werden aber hier hochspringen können. Ah, hier können wir hochspringen, schau. Was? Warum bin ich jetzt down? What the fuck? Da kann ich so viel Schaden bekommen jetzt. Geht das Ganze nochmal in schön, bitte. Ja, schon episch, gell? Schauen wir, ob die rauslocken kann. Gar nicht gesehen jetzt.
noch einen anderen Weg rein. Da gibt es schon, an dem Zaun war schon ein Loch, ob es hier rein könnte. Ich könnte jetzt schon da reingehen und die alle killen, aber ich wollte eigentlich den Befehlshaber für mein Boot. Ah, jetzt kommt er raus, jetzt kommt er raus. Jetzt schauen wir mal, ob ich den snacken kann. Wahrscheinlich sieht mich der da hinten dann. Na? Die anderen zwei regen mir auch auf hier hinten. Die sehen mich natürlich gleich, wenn ich jetzt hier rausgehe. Ich könnte schon von hinten rangehen, aber... Du kannst nicht tun und lassen, was du willst. Ich glaube, ich mich Pfeile vorher gekillt haben. Sense. Haben wir uns aber noch zwei Schätze. Machen wir Uno. Weggehen, dass ich wieder reinbacke oder sowas. Ja. Okay. Dann ist das auch abgeschlossen. Und dann schauen wir weiter. So, hier könnten wir schon... Nee, glaube ich, könnten wir noch nicht, oder? Wir gehen, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier lang und dann dort runter.
Also 130 Meter noch. Wilder Bär. Alpha-Tier erlegen. Okay, schauen wir mal, was Alpha-Tier gleich finden. Kultisten! Alter, einen Kultisten erledigt. Zoesime. Oder Zoesme. Wer war denn das? Die hier, oder was? Nee. Die da hinten war das. Down, sage ich nur. Schaden. Könnten wir doch mal schauen, ob wir nicht... Inventar. Haben wir jetzt einen besseren Helm bekommen. Bogen 16. Oh, der ist gut. Schwere Klingen. So, dann haben wir wieder ein Fragment. So, dann werden wir gerne mal den Bären erledigen. Ort abgeschlossen. Sehr schön. Draußen eine Kiste. Läuft. So, dann machen wir hier gleich weiter. Felle sind nicht schlecht, oder Leder. Alles killen. Gnadenlos. Lamia. Zehn Milliarden Wachen wahrscheinlich. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay. Mensch. Könnte ein bisschen länger dauern. Thank you.
Aber wir haben hier eigentlich kein Ziel. Wir haben hier kein Ziel, oder? Nee, das ist nur der Ort. Okay, dann gehen wir wieder weiter. Weil unnötig. Okay, wir müssen eh da hoch. Alter Schwede. ja, das war suboptimal. Da muss ich anders machen. Das heißt, wir gehen gleich außen rum. Dann brauchen wir gar nicht rumkrebsen. Das ist doch Wahnsinn, ey. Okay, wir holen uns diesen Ort einmal und dann gehen wir gleich weiter, außenrum. Ich darf mich hier nicht erwischen. Das ganze Ding wieder rumrennen hier. Nächstes würde der Kultist noch bestehen, der den wieder machen muss. Okay, Lamia haben wir. Jetzt gehen wir gleich mal zum nächsten. Da gehe ich jetzt lieber nicht rein, weil das ist lebensmüde. Könnte ich schon, ich könnte sie schon alle heimlich killen, aber da brauche ich eine halbe Stunde. Das machen wir anders, Leute. Werde ich doch ein bisschen vorsichtiger sein. Für das Ostragon-Rätsel. Und Schatz, okay. Alles zwei hier drin, ne? Also der Schatz nicht, aber... Okay, der Schatz ist hier. Der ist neben mir. Nein. Rätsel. Die Jägerin. Wir werden nur hier von hier vorne in das blöde Haus reinkommen.
lass sie mal kommen. Okay. Heftiger Scheiß. Sind wir noch in dem Lager hier? Ja, man merkt schon langsam, dass es mit der Ausrüstung halt nicht mehr so gut ist. Von den Waffen her, die machen einfach zu wenig Schaden. Stufe 13 sind doch 5 Level fast. Was mit ein bisschen mehr Dampf. Eventuell. Einfach hier legen. Wo? Wilder Wolf. Wo soll der sein? Ah, das ist ein Hirsch. Hier irgendwo. Also genau hinter uns. Ah, der ist da oben. Du musst ja hier irgendwo rumstromern. Hier legen. Ah, da ist er schon, haben wir schon gesehen. Die bitten da hinten. Hirsche. Alter Schwede, was machen die Damage?
Ich kann die aber auch nicht ausweichen, glaubst du das? Alter Schwede. Trifft er mich mit seinem blöden Schwinger noch? Meine Fresse. Kultisten des Kosmos. Wo bist du? Nee, ich habe Hinweise bekommen, oder wie? Kein Kultist gewesen, oder? Nee. Ich habe aber Hinweise bekommen. Gefundene Hinweise 1. Asterius ist bei den Gewässern bei Andros unterwegs. Enthüllen. Nach 20 Jahren auf See erkannte ich, dass der Kult meine Heimat ist. Okay, bei Andros, da waren wir doch schon. Anführer töten, Gefangene befreien. Okay. So, dann haben wir hier unten noch was. Da ist was. Und da oben haben wir auch schon einen Anführer. Und hier ist ein unentdeckter Ort. Ist auf jeden Fall noch ein Ort und ein Aussichtspunkt. Das sehe ich mir mal an.
beobachtet, Zöldling. Das war doch ein Mensch. Ich seh mal nach. Dann komm doch mal her jetzt. Ist ja furchtbar. Ich seh dich, das weißt du ja. Nein. Ich seh alles, was du tust. So, ein Schatz noch. Dann haben wir das auch schon wieder. Geil. Nur Crap kriegen wir hier. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle aber einen Cut. Und schauen in der nächsten Folge, wie es dann weitergeht. Sind doch schon wieder fast eine Stunde. Mein Gott, die Zeit vergeht in dem Spiel. Wahnsinn. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Bis dann, ciao, ciao, euer Andi.